Quacker, guten Tag. Heute mal mit Cappy und großen Kopfhörern, aber immer noch RimWorld. Da sind wir wieder. Es herrscht aktuell Ruhe in unserer Grube. Wir hatten Gold gefunden, da wollen wir hin. Schon Lucky rastet aus. Und ich glaube, ich hoffe, ich habe diesmal nicht irgendwie großartig was vergessen. War da irgendwas? Wir stellen wieder Kunst her, das ist sehr schön. Wir mussten, glaube ich, mal wieder Tiere verkaufen, ne? Das sehe ich doch hier schon. Ja, genau. Wir müssen bald mal Leute losschicken zum Handeln. Und wir haben hier noch jemanden. Warst ganz gut in Melee und Shooting und Construction. Deswegen wollten wir dich auch rekrutieren. Genau. Stimmt. Ach, hatten wir nicht auch jetzt jemanden neu? Genau, wir wollten Häuser bauen, eventuell hierhin, weil wir neue Leute haben. Wemar ist neu, wenn mich nicht alles täuscht. Wieso hat er so einen krassen Helm auf? Den Reckenhelm. Der ist doch sicherlich nicht für ihn, sondern für Biscuit gedacht. Oder wo haben wir den her? Das ist ja jetzt wieder ungünstig, dass ich das natürlich wieder nicht weiß. Steht hier nicht wenigstens, wer den hergestellt hat? Nö. Wir hatten doch sogar Helme auch noch mal in Auftrag gegeben, ne? Da. Und eine Assault Rifle, die war nämlich wahrscheinlich für Wimmer. Nein. Für wen war denn dann die Assault Rifle gedacht? Ach Leute, ich weiß, es ist fürchterlich. Für Portos. Portos ist nämlich auch neu, genau. Würde sagen, eigentlich ist dieser Helm nicht für Wemar gedacht. Holt sich jetzt mal Biscuit. Nur noch Boy hat Tattered Apparel. Was hat Boy denn für Probleme? Eine Jacke. Zusehen, dass der sich noch mal eine Jacke näht. Warum wird hier eigentlich gerade nicht dran gearbeitet? Metall haben wir auf jeden Fall genug. Boy ist wahrscheinlich wieder irgendwie. Ja. Es muss mal wieder. Ah, hier der Clothduster. Genau, wir hatten welchen in Auftrag gegeben und einen Parker. Den sollte er dann wahrscheinlich bekommen, auch wieder direkt. Oh, es ist fürchterlich, dass ich das immer alles vergesse. Ich weiß, ich weiß. Ah. Machen wir direkt zwei draus hier aus dem Parker. Sonst hat das ja keinen Sinn, wenn der Wemar da auch noch einen braucht. Also, wir brauchen für Portos und Wemar eine Behausung. Und ich hatte ja gedacht, man könnte die hier hinbauen. Jetzt ist mir eingefallen. Die Gebäude sind 5x4 und 5 würde hier nicht passen. Aber 4 würde ja passen. Das heißt, ich baue sie einfach hochkant. Gar kein Problem. Ja, das sind. Moment. Ja, das sind immer 7.
und 6. Wenn wir jetzt hier also das zu machen, 6, also wir können genau hier anfangen, 7, müssen nur mal den Karawanen-Spot da wegmachen. So, und das sind doch jetzt 5 mal 4. Hoppala. Wunderbar, dann kommt hier die Tür rein. Oh. Ich habe mir natürlich wieder das Ohr. Fürchterlich sowas alles. So, dann brauchen wir natürlich Holzböden für den heimeligen Fiel. Aber Teppich wäre ja auch nicht schlecht, das heißt, ich nehme mal wieder weg. Ja. Dann machen wir hier den Zack. Moos. Haben wir noch Betten? Nur Bed Rolls, ne? Also eh besser, wenn wir die selber bauen können. Wir bauen den Schissel selbst. Schön in die Mitte. Wir lassen den Ball schon mal laufen. Den Tisch. Und das Höckerli. Und fehlt uns noch eine Lampe. Ah, natürlich hier die Belüftung. Da müssen wir aber eigentlich eher hier einen Cooler einbauen. Mal ruhig mal. Oder baut man hier neben was? Nichts Quatsch. Bauen den hier hin. Oder? Nee. Ich behalte, glaube ich, dieses System bei, dass ich eher die Räume nur verbinde mit Vents und stattdessen hier eine kleine Räumlichkeit hinbaue mit einem Heizer und einem Cooler. Denn das spart uns einfach ein bisschen Strom, weil wir ja sonst jedes Häuschen versorgen müssten. Und das ist doch etwas viel des Guten. Das muss nicht unbedingt sein. Würde ich sagen, müssen wir das hier mal smoothen. Und dann müssen wir da natürlich noch eine Tür reinbauen. Das wollte ich nicht. Ich wollte Tür. So. Zack. Boden kann da ja ruhig bleiben. So, habe ich noch was vergessen? Die Lampen. Da haben wir aber noch welche. Gucke hier. Lampe kommt direkt neben die Tür. Genau dahin. Und dann müssen wir noch Stromkabel verlegen. Wie sich das gehört. Zum Glück haben wir hier direkt den Strom. Dann sage ich einfach mal, wir bauen hier durch die Wand ein Kabel. So, das sieht erstmal gut aus. Das lassen wir mal laufen und lassen es geschehen. Ich muss hier einmal kurz was schauen. Entschuldigt mich. Thank you.
Da ist immer wieder. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Dann sollten wir überlegen, ob ich jetzt wirklich smooth, ja. Ich war mir, war kurz, hatte ich das Gefühl, ich habe vielleicht aus Versehen Mining eingegeben. So. Dann. Wir bräuchten eigentlich mal Leute, die sich mehr um die Pflanzen kümmern, damit Boy sich wirklich mehr ums Crafting kümmern kann. Aber leider haben wir dann nur Leute, die das gut können, die sonst auch anderweitig beschäftigt sind. Das ist einfach schade. Und da jetzt Leute antrainieren, die es dann nur blöd können, weil sie zu lange brauchen, ist natürlich auch schlecht. Also, ich würde gerne schon mal jemanden losschicken, um das Gold zu holen. Das hat zwar noch eine Weile Zeit. Andererseits sollten wir vielleicht erstmal jemanden losschicken und unsere Tiere verkaufen. Die sind hier ja nämlich doch ein wenig sehr überpopuliert. Gallimimus sind halt sau viele, ne? Da müssen wir mal schauen, dass man jetzt auch. Wir haben ja vier ausgewachsene. Man könnte ruhig sechs haben, ne? Mindestens, sage ich mal. Hätte ich gesagt, lass uns doch hier die beiden einfach. Und haben wir vielleicht einen grünen? Noch hier. Masterwork. Biscuit has created a wooden bed masterwork. Oh. This furniture is engraved with an image of an abstracted rendering of confinement. Okay. Schönes Bett. Ach. Ich habe Portos ja erstmal hier untergebracht. Genau, so war das. Nee, nee, nee. Du kriegst jetzt aber hier ein ordentliches Nachtgelage. Portos. Man hätte das Bett einfach rüberstellen können. Ja, mei. Aber dann haben wir, wenn hier Mirandil uns beitritt, dann hat er auch direkt sein Bettchen. Wo habe ich denn? Ich bin ja auch doof. Wemar ist doch gar nicht neu. Ich Vollidiot. Wemar ist doch schon länger dabei. Der hat doch schon seinen Mace. Das ist, dann war das völlig falsch, dass der den Helm hatte. Leute, ich. Boah. Es tut mir leid. Ich bin wirklich ein wenig neben mir in letzter Zeit. Irgendwie. Ach, das Leben ist schon so eine Sache für sich. So, also wir waren beim Tiere umbenennen. Dich wollen wir, glaube ich, gern behalten. Deswegen kriegst du jetzt einen Namen. Und zwar Brunhilda. Das finde ich unpassend. Kiwi. Kiwi ist süß. Und dich behalten wir auch. Hoppala. Oh, ich klicke jedes Mal wieder weg. Jemima. Christina. Elvira. Oh, Goldie ist natürlich toll, wenn sie blau ist. Iris, das ist gut. So. Und alles, was keinen Namen hat, kommt weg. Bei den Muffalos würde ich sagen, halten wir es genauso. Unsere vier Stammkühe bleiben. Aber wir schicken mal den guten Vorn los, denn der war ja unser Händler. Ach. Es ist nichts Neues, aber jedes Mal, wenn ich diese Karte sehe und sehe, dass hier nichts in der Nähe ist, werde ich echt ein bisschen.
wir sollten mal wieder hier hin. Wir können ja die beiden mitnehmen. Das ist ja nicht so lange her, dass wir hier waren. Aber möglicherweise ist doch schon genug Zeit vergangen. Wir können ja auf dem Weg vielleicht auch hier halten. Aber es ist sinnvoller, als nur die beiden abzuklappern. Form Caravan. Zack. Wieso mache ich das eigentlich mit der Maus? Ich depp so. Zack, zack. Und wieder nach daheim. Hey! Vorn und wir nehmen mit Loren mit der Schrotflinte. Wir sollten vielleicht lieber noch jemand Drittes mitnehmen. Hippopotamus finde ich ganz gut. So. Dann erstmal wichtig unsere Tierchen. Reitbar müssen sie sein. Clementine, Smokey und Paula. Haben wir nicht ein Ankylosaurus neben Paul? Nein, das ist von einer anderen Kolonie. Ich bin mal wieder vergessen. Ich guck mal, es sind nur noch 0,5 Tage. Wunderbar. Jetzt kommen hier die ganzen Tierchens alle weg. Zack. Und bei den Items gucken wir auch mal, was wir da Schönes haben, was weg kann. Wir wollten ja eventuell die Statuen auch verkaufen. Ne? Jetzt haben wir ja erstmal ein paar neue Hütten, wo die rein müssen. Der Joywire. The Joywire. Brain implant that stimulates the brain's pleasure centers. And it dramatically improves the user's mood. The blanket of happiness makes it hard to concentrate on anything real. Joywire is illegal. Joywires are illegal on many worlds and are known for destroying whole cultures. Eigentlich klingt das nicht so geil, wenn wir mal ehrlich sind. Ist halt wirklich die Frage, ob wir das wollen oder ob wir den nicht verhökern. Aber der ist nicht so viel wert. Vielleicht könnten wir den Dems reinschrauben, wegen seiner ollen Chemical Fascination. Aber ich weiß nicht, ob das, also wie da die Nebenwirkungen wirklich sind. Ich habe das noch nie benutzt. Travel Supplies. Also 10 simple Mahlzeiten werden doch niemals reichen. Wir müssen mal umsteigen auf Package Survival Meal. Wir nehmen auf jeden Fall diese Package Survival Meal mit. Und ich sag mal noch mindestens so, dass man wenigstens ein bisschen was hat. Heu ist natürlich dann gut für die Tiere. Ja, komm. Ist, glaube ich, okay. Hoffen wir es mal. Confirm. Weil angeblich dauert es ja nicht so lange. Zumindest bis zur ersten Haltestelle. Weiß ich nicht genau. Manchmal ist das alles merkwürdig mit diesen Sachen. Research. Sind wir gerade dabei, die Mortars zu erforschen? Package Survival Meals würde ich dann vielleicht auch mal machen, weil die dann einfach ein bisschen länger halten. Und da es gerade nächtigt, hätte ich gesagt, wir machen mal ein wenig Fast Forward. Die werden nicht gebaut. Warum? Also Stahl haben wir. Und Components haben wir auch. Das leuchtet. Aha. Dankeschön. Biscuit. Dankeschön. Genau, wir haben ja einen Mortar gefunden, aber wir haben noch keine wirkliche Produktion davon. Wir müssen dann ja erstmal Biofuel Refining erforschen. Das braucht man nämlich dafür.
Wer braucht hier warme Kleidung? Emmy braucht warme Kleidung. Emmy? Echt? Immerhin Muffalo-Wool-T-Shirt, ja. Hält vielleicht nicht warm genug. Müssen wir mal schauen. Das ist immer das Problem mit den Rüstungen. Biscuits-Rüstung geht. Also wahrscheinlich ist die Reckon Armor einfach besser geeignet für Temperaturen. Oh ja. Liegt das wirklich an der Reckon-Rüstung? Insulation Cold. Oh, 38 Grad. Okay. Das ist ganz schön gut, ja. Sie hat nur 3,6 Grad da. Da müssen wir wirklich mal auf Reckon Armor umsteigen. Aber dazu muss der gute Boy erstmal vorankommen. Mit seinem Kram. Er macht jetzt hier erstmal den einfachen Helm. Den dann bekommen wird. Hat Portos jetzt den kaputten alten Plastellhelm? Nein. Für wen habe ich denn diesen Helm gemacht schon wieder? Ach Mann! Ja, dann können wir ihn auch eigentlich aufheben für Mirandil, sobald der mal seinen Kram da macht. Wieso habe ich denn pausiert, ich Depp? Musste doch nur kurz was gucken. Cam sucht fleißig. Da sind wir schon beim ersten angekommen. Was habt ihr denn so Feines da? Leather. Könnte ihnen das Gold abkaufen, aber es ist ganz schön teuer. Na, vorne ist nicht so sehr begabt, leider. Aber das wird noch. Er muss es ja erstmal lernen. Damit haben wir dann auch schon alles weg an Sachen, ne? Wow. Dennoch, ich würde gerne mal dahin und gucken, ob die was Gutes im Angebot haben. 3,1 Tage. Ja, siehst du, das ist nämlich dieser Mist. Das haben die jetzt überhaupt nicht mit einberechnet. Quasi das Weiteste zuerst machen, damit sie schon mal das wenigstens als Zielroute haben und sich dann besser ausstatten. Ganz kurz vorn. Wie sind denn deine Werte nochmal bei Social? 11. Eigentlich ist 11 nicht schlecht. Er hat halt echt nur sonst. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich Depp, natürlich. Hier. Der kriegt da richtigen Malus drauf, weil er nicht reden und nicht hören kann. Das ist als Händler natürlich wirklich ziemlich unpraktisch. Oh, Schande, da müssen wir echt mal was gegen machen. Da könnte, glaube ich, so ein Healer-Mag-Serum helfen. Haben wir sowas noch? Da muss ich auch mal ein eigenes Regal für einrichten, diese ganzen
Special-Dinger, damit man die gut findet. Oh. Was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr in meinem Gebiet? Wieso jagt ihr meinen armen Ankylosaurus? Da müssen wir mal schleunigst in die Parade fahren. Unser ein armes Dings schon. Ah, wir haben die Mortars erforscht. Sehr gut. Dann machen wir jetzt direkt hier Package Survival Meal Research. Weiter geht's. 2 haben überlebt. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Macht die mal auch noch fertig hier. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass Emmy da nicht mit involviert ist. Kommst du Gnades Revenge? Ja, aber er ist schon tot. Keine Sorge. So. Rettet jemand? Cam kümmert sich darum. Der versorgt ihn auch direkt. Okay. Das ist ja auch ein Luxus. Wie ging es ihm denn? Ganz schön was abbekommen, ne? Kann sich auch nicht bewegen, der Arme. So. Weiter im Text. Unterdessen wird Mirandil überzeugt, uns beizutreten. Ah, ich bin ja so super blöd. Das Gebäude ist doch schon für Mirandil. Mann, bin ich neben der Spur. Eieieiei, also, wir haben nur Portos aktuell neu und hoffen, dass Mirandil uns noch beitritt. So ist der Stand. Redet schon wieder. Na, 3,2 ist doch schon mal etwas. So, was ist hier die Lage? Die Assault Rifle ist in Arbeit für Portos. Wir können uns mal hier nochmal die Kunstwerke angucken. Hatten wir da schon was von? Ich glaube, das hatten wir, oder? Mit der Ratte? Ja. Item with violence. This work shaped like a minor celebrity, Martin. The work seems, ja. Das hatten wir auch. A loyal dies. And this sculpture is a representation of prairie. Of a prairie. The image somehow expressed both elegance and contemplation. Ich glaube, das hatte ich auch und wusste nicht, was Contemplation heißt. Starvation Nummer 102. Oh! Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Der hat echt ein Schweinelurch hat hier überlebt. Cool gemacht, Coyote. Richtig geil hast du das gemacht. Oh Mann, oh Mann, ey. Biscuit. Ganz schnell hier bitte.
So, a caravan from Tribe of Mabuska is approaching. They are hunter. They will hang around the colony for some time. Yo. Einfach ein paar Leute. Mit denen können wir aber sogar handeln. Da kann Biscuit dann als nächstes hin. Na. Ich erwische ihn nicht. Was ist da los? So. So. Ich könnte von denen einen Compsognathus kaufen. Danke, nein. Diese Schweineviecher. Das Insect Meat kann aber schön weg. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Und das Insect. Jetzt ist das Insect Jelly plötzlich da. Was ist denn das? Jelly is stored and used as food by oversized insects. It is smooth. It is smooth, rich and fulfills the recreation need of those who consume it. Because of its unique biological properties, it can nourish almost any creature and never rots. Okay, Insect Jelly ist ziemlich geil. Insect Jelly sollten wir behalten. Ich hatte das irgendwie als irgendwas Ekelhaftes in Erinnerung, aber sowas passiert ja gerne mal. Genau, ich wollte hier eventuell was von denen verkaufen, aber jetzt weiß ich natürlich nicht. Item with Violence. Okay. Haben wir hier auch, ja, wir haben Normal und Good. Ich würde sagen, das Normal und Good verkaufen wir. Das ist Item with Violence. Das ist Searching for Water while Vomiting. Und ja, das war Starvation, wollte ich eh gerade lesen. Und this piece is an image of Graham Campbauer searching for water while vomiting. Thousands of dying okapis lay on the ground. The work seems to express desolation. Strikingly, at the edge of the image are five imps. Warum? This portrayal refers to Cam overheating on 4th of August 5503. Geil. Das soll sich bitte jemand irgendwo in seine Hütte stellen. So, und die anderen beiden, die hier jetzt noch waren, das hatten wir ja, ne? Genau, das war Trulakis. Gedöns. Das kommt da jetzt mal beides in die Hütten. Wo ist das andere? Wir haben doch noch ein viertes. Wo steht es? Da. Ach, das ist das mit der Prärie, genau. So. Wie sieht es jetzt hier nahrungstechnisch aus? Da darf auch dann nichts passieren mehr, ne? Die dürfen sich eigentlich jetzt nicht fortpflanzen. Tja, ja. Pickled Survival Meals erforscht. Wunderbar. Wir halten kurz an. Autocannon Turret hätte ich gerne. Die sind nämlich durchaus ziemlich gut. Den Rest an guten Sachen haben wir ja schon. Die können wir dann schön mal hier irgendwie besonders hierhin installieren und so. Hier müssen ja wie gesagt noch Sachen hin. Hier haben wir jetzt die beiden aufgestellt, okay. Aber hier muss auch noch was hin. Das geht ja so nicht. Man sollte das vielleicht auch nicht einfach offen lassen, aber andererseits. Vielleicht sollten wir hier zumachen und nur da offen lassen. Das wäre vielleicht klüger. Damit sich die Leute darauf konzentrieren. Aber hier sollte schon auch irgendwie was sein. Komm, wir bauen hier mal direkt neben das Grab. Ach, da muss ich den. Muss ich das Kabel länger ziehen? Ja, mei. Was soll's denn? Natürlich schon irgendwie ungünstig. Vielleicht hätte man es eher hier durchziehen sollen. Dass es hier nicht so offen liegt, sondern eher hier lang. Alles nicht so cool.
Wo ist denn unsere Karawane mittlerweile? Da. So fast der halbe Weg schon. Supplies for Lego Cargo. 2 Bionic Heart. Es gibt Bionic Heart? Stimmt, es gab nur Lungen nicht. Das war das. Patterson Joints, aha. Goodwill. Was kann Patterson denn? Gut im Melee, gut mit Animals. Work. Handle. Da haben wir Kipper und Vimar und Seara. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber mal kurz, was kostet denn so ein Bionic Heart? 4 Advanced Components. Ja, die haben wir halt nicht, ne? Sobald wir das Gold haben, können wir langsam anfangen, selber welche herzustellen. Ja, wir haben eigentlich sogar schon ein bisschen Gold. Das ist es nicht. Eigentlich könnten wir sogar schon Advanced Components herstellen. Aber erstmal wollen wir uns ja eigentlich darauf konzentrieren, dass das vorangeht. Ah, die Assault Rifle ist fertig. Portos. Gönne er sich die Assault Rifle. So, jetzt gucke ich nochmal durch, für wen ich hier diesen Helm gemacht habe. Es wird wahrscheinlich irgendjemand sein, dessen Helm bald den Geist aufgibt. Oder kann es sein, dass ich diesen Reckenhelm hier. Habe ich den gekauft, sag mal? Wie kann man so vergesslich sein, müsst ihr euch denken. Und ich stimme euch zu. Es ist faszinierend, wenn man so selber Let's Plays guckt, wie schnell man sich da aufregt darüber, dass sich der Let's Player nichts merken kann, obwohl man ja selber nur Zuschauer ist und der Let's Player, die Let's Playerin, der Let's Playende Mensch, also die Person ist ja wirklich involviert. Die müsste das ja viel. Ha, okay, warte. Das hat also schon jemand selber ausgewechselt. Sehr gut. Also, mein Punkt. Die Person, die das Let's Play selber führt, die müsste ja selber wissen am besten, was geschehen ist, weil die betreffende Person das ja alles selber spielt. Und man als Außenstehender, der nur zuschaut, sollte das ja eigentlich viel eher mal vergessen. Aber ey, ganz ehrlich, ich sitze jetzt hier und mache das und ich kann mir nichts von dem merken, was ich gemacht habe. Ich glaube, es ist einfach, weil man auf andere Sachen konzentriert ist, als einfach nur zuzuschauen. Also man muss ja irgendwie ein bisschen was erzählen. Das fällt mir immer noch relativ schwer, um mich nebenbei zu konzentrieren. Und auch beim Schneiden bin ich dann eher darauf bedacht zu gucken, okay, wo muss ich was schneiden, wo kann ich noch was machen? Und dann vergesse ich einfach sehr schnell, was ich eigentlich machen wollte. Hat jemand eine kaputte Hand? Underground Steel haben wir gefunden. Da irgendwo. Hier. Wow! Nicht zu knapp. Und direkt an unserem Kabel. Oh, das ist ja so herrlich. Jetzt bauen wir hier nämlich mal so ein. Wo ist er? Ist er bei Production? Ja. So ein Deep Drill. Das Problem bei den Deep Drills ist, um das mal zu erklären, falls ihr des Rimworldigen nicht vertraut seid, in diesem Bereich jetzt hier, dieser grüne Bereich, da befindet sich jetzt im Untergrund Stahl, den wir mit so einem Deep Drill abbauen können. Das könnte auch zum Beispiel hier sein.
Oder hier. Irgendwo auf der Map. Und da müssten wir dann so einen Deep Drill hinbauen. So ein Deep Drill braucht Strom. Man könnte jetzt dann also, wenn es zum Beispiel hier ist, von hier hinten Kabel verlegen, um das abzubauen. Es ist eine einzige Ressourcenverschwendung. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht hier hin muss. Und das Kabel, wenn, ob sich das rentiert, was man also eigentlich macht, ist Batterien dahin schleppen. Und man muss ständig gucken, dass diese Batterie geladen ist und die dann ständig wieder aufladen. Und das ist so nervig. Und deswegen finde ich es hier gerade so angenehm, dass das einfach hier neben uns ist und ich das nur hier hinbauen muss und dann kann da gearbeitet werden, ohne dass ich noch irgendwie darauf achten muss, was los ist. Mirandil, was ist mit Mirandil los? Oh. Okay, das haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, dass es hier so kalt drin ist. Oh, weia. Okay, wir müssen ganz fixi foxy einen Heater bauen. Und wir haben hier keinen Strom dafür. Wir können es direkt reinbauen, ich will es aber eigentlich außen haben. Okay, wir müssen also wieder Kabel verlegen. Wir ziehen das Kabel jetzt hier einfach durch. So. Ja, Mirandil, das tut mir wirklich leid. Was hast du jetzt verloren? Den Indexfinger. Ja, das ist ja jetzt nur so halb schlimm. Wobei ist der Abzugfinger? Bist du nicht sogar ein Schütze? Ja. Das ist natürlich schlecht. Ich wollte ja aber eh gerade gucken, wer hier mal eine neue Hand gebrauchen könnte. Lunge brauchen wir eine neue, ja. Auch hier ist die Hand kaputt. Wir haben alle nur so Kleinigkeiten, ne? Am Toe. Ja, auch nicht so wild. Ich habe überlegt, wem man mal die Power Claw geben könnte, weil die ersetzt dann die Hand. Sorgt also dafür, dass. So, sehr gut. Sorgt also dafür, dass, wenn jemand mal kaputte Finger hatte oder eine kaputte Hand, dass man dann nicht direkt den ganzen Arm austauschen muss. Das ist so ein kleiner Nachteil, finde ich, an den Bionic Replacements, dass sie direkt den ganzen Arm ersetzen und nicht, dass es zum Beispiel nur eine Hand gibt. Ich habe eine Mod dafür, die das macht, dass man auch Hände und Füße einfach bionisch haben kann. Aber es finde eigentlich, dass sowas auch im Hauptspiel schon integriert sein könnte. So, das ist jetzt wieder geil. Boy hat sich einen Parker genäht und jemand anders hat ihn eingesammelt. Nee, Moment, er sollte zwei machen, ne? Genau. Dann ist hoffentlich noch alles richtig. Ich weiß nicht mehr, sollte Porthos den kriegen? Nee, der hat eine ganz okay Jacke. Ja, die sind alle schon. Oh, eigentlich müssen wir dafür alle wieder neue machen. Oh. Das ist in der Tat so eine Sache, die mich manchmal ganz schön nervt. Dass es irgendwann anfängt, dass die Klamotten kaputt gehen. Und das gerne mal auch so auf einen Haufen kommt. Und dann kannst du halt für alle neue Klamotten gleichzeitig machen. Was natürlich im Endeffekt bedeutet, dass es irgendwann wieder so kommen wird, wenn die nämlich auch dann wieder kaputt sind. Und das ist schon uncool, wenn die einfach die ganze Zeit diesen Malus haben, weil sie kaputte Klamotten tragen. Der ist jetzt nicht so schlimm. Aber das kann halt manchmal alles. Ne, manchmal kann das ja schon das Tröpfchen sein, was das Fass zum Überlaufen bringt. Bin immer noch gespannt, wann denn nun das neue Update rauskommt, wie das werden wird und ob bis dahin mal die ganzen Modder ihre Mods auf 1.5 abgedatet haben. Weil in dieser Kolonie hier geht's ja noch, hier habe ich ja kaum Mods drauf, aber in den anderen Kolonien, die ich so spiele, da wird's echt ein bisschen finster.
wenn dann da plötzlich die Mods wegfallen, weil wenn die von der älteren Version sind, dann funktionieren die nicht mehr mit der neueren Version. Das ist immer ein bisschen problematisch. Ich hoffe einfach, das ergibt sich dann aber einfach noch so, dass die Leute da ihre Mods auf Vordermann bringen. Jetzt haben wir wahrscheinlich niemanden da, der für Mining eingetragen ist. Doch. Boy, Sandra und Alice. Aber nur auf 3. Das ist natürlich schlecht. Ja, eigentlich soll Fawn das ja machen, wenn er dann wieder da ist. Fawn ist ja unser Designated Mining Expert. I don't know if you notice it, but I'm talking a lot of English. Hier sollte man vielleicht auch einfach so Barrikaden hinbauen. Ja, so wie hier. Oh, da haben wir's. Ja, Dinosaur-Nesting halt. Komm, gleich mit so. New Recruit. Merandil. Work. Einmal kurz einstellen, dass hier auch ja alles richtig ist. Hand kannst du erstmal bleiben. Du brauchst natürlich eine neue Waffe, aber. Wobei doch, Construct kannst du gerne machen. Biscuit ist zwar eigentlich dafür vorgesehen, aber. Oh, warte mal. Boy hat zwar einen hohen Wert, aber der hat ja auch nur eine normale Flamme. Vielleicht solltest du auch Crafting machen. Damit wir Boy ein bisschen entlasten können. Das wäre vielleicht gar nicht dumm. Pass auf. Naja, machen wir natürlich jetzt noch nicht, aber Mirandil wird unser neuer Schneider, sobald Boy mit seinen Sachen hier fertig ist. So, der muss den halt einmal fertig machen, weil den kann kein anderer jetzt mehr angehen. Mirandil. Ein Goldpeil, genau, sehr gut. Halt, Moment, Mirandil war doch gar nicht gut im Fernkampf, oder? Wo ist er denn jetzt? Mirandil. Ach doch, der kann beides ein bisschen. Ja, dann soll er das ruhig machen. Aber hier kommt mal hier hinten in diese ganze Riege von schon Lucky Coyote und Villager und so. Da fühlt er sich, glaube ich, ganz wohl. Der wird also auch wieder eine Schrotflinte bekommen, würde ich sagen. Dann haben wir Dems mit der Sniper, Porthos, Senra, Trollucky mit jeweils einer Assault Rifle. Hippopotamus hat auch noch eine. Dann haben wir Coyote, Villager, Mirandil und Lauren mit einer Schrotflinte. Vier so, vier so. Klingt eigentlich erstmal gut, würde ich behaupten. Chain Shotgun. So, wie gesagt, Boy soll jetzt bitte erstmal den Parker alles fertig machen. Oh, was haben wir denn hier? Advanced Components werden natürlich gekauft. Bionic Tongue, Bionic Ear, Bionic Leg. Ein Archotech Arm. Den können wir uns nicht leisten. Vermaledeit noch eins. Aber wie könnten wir ihn uns leisten? Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir gucken.
angenommen. Nee, wir können nicht unsere. Mist! Muss ich eigentlich jemanden hinschicken und noch Geld mitbringen? Weil den Architect-Arm, den wollen wir haben. Den wollen wir unbedingt, wollen wir den haben. Und wenn wir schon da sind, können wir eigentlich das Bionic Leg auch noch kaufen. Dann müssen wir es nicht selber herstellen. Wenn ich mal noch so 4000 Silber irgendwie mitbringe. Das sollte doch funktionieren. Dann kann ich hier noch kommen. Ich kaufe hier jetzt noch ein bisschen Essen für die. Und dann warten die hier. Und ich mache hier noch eine neue Karawane, die hier hin soll. Direkt erstmal Tierchen auswählen. Damit ich schon mal sehe, wie lange das dann noch dauert. 7,1 Tage. Dauert ewig. Ah, es ist fürchterlich. Absolut katastrophal eigentlich. Portos. Soll das machen. 4 Tage nur noch. Sehr gut. Das ist schön. Und du nimmst bitte die Heavy SMG mit. Dann können wir die noch verkaufen. Aber vor allem nimmst du... Ich sag jetzt wirklich... Ich mache jetzt einfach mal 4000... Scheiß doch der Hund drauf. Na, es sind schon wieder 5 Tage, aber egal. Wobei, kann ich ihm noch ein anderes Tier mitgeben? Ah. Warte mal. Ich mach... Das soll Cholucky machen. Denn wenn mich nicht alles... Wenn ich mich nicht richtig erinnere, kann der Madame und Bingo mitnehmen. Und dann können die notfalls noch für ihn kämpfen. Und dann dauert es auch nur 3,9 Tage. Das ist doch perfekt. Ganz kurz. Grimlock und Scoundrel sind's. Okay. Habe ich das wieder verwechselt? Moment. Dann canceln wir das. Und machen es neu. Okay, und Rückweg, bitte. Wo war ich? Wo ist er? Jetzt doof? Ach, jetzt kann ich ihn nicht, weil er noch... Oh, Moment, ich muss erst... Ich muss es erst kurz laufen lassen. Jetzt geht's wieder, genau. Cholucky nimmt... Kiwi. Und dann nimmt er Grimlock und Scoundrel. Hier hätte ich es gucken können. Mit dem Herz. Ich Depp. So. Die Heavy SMG und... Ja, wir machen 4000. Komm. Sicher ist sicher. Sonst verkommt er uns noch. Also nicht, dass wir dann am Ende dastehen und haben es nicht. So, und ich hoffe, das funktioniert, dass ich jetzt einfach hier, hier bleibe sozusagen. Und die kein neues Angebot bekommen, sonst ist natürlich alles vollkommen umsonst. Hier sind schon wieder die Tiere am Kalben. Wir haben direkt wieder was drüber kommen. Du kommst auch direkt mit zur Karawane. Ihr werdet beide direkt verkauft. Wir haben schon wieder 2 Leute mit Tattered Apparel. Wahnsinn. Aber bei Boy müsste es ja jetzt... Genau, der soll den Parker ja auch gleich bekommen. Und was ist es bei Merandil? T-Shirt auch noch. Okay, das machen wir dann, aber das macht er dann alles selber. Wir machen jetzt erstmal hier
Sorgen wir dafür, dass das fertig gebaut wird. Ernsthaft, Boy, du machst bitte danach mal das. Das kann ja so nicht angehen. Biscuit ist am Eideln. Na toll. Sollte er uns womöglich etwas Nettes bauen? Genau, wir wollten hier Sicherheitsbarrikaden hinbauen. Haben wir viel Granit? Oh, immer kommt was dazwischen. Ich mache mal jetzt hier die Transport-Pods. Weil ich glaube, in unserer aktuellen Situation mit den Läden so weit weg, mit den anderen Dörfern, ist es gar nicht dumm, wenn wir die Pots bauen. Wir haben Granit, sehr gut. Granit ist nämlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, härter als Stahl. Klingt komisch, ist aber so. Mach ruhig mal hier gönnerhaft. Hier haben wir ja nur zwei gemacht, aber kann man ruhig mal. Da kann man ruhig mal. Eigentlich hätte ich die Geschütze gern ein bisschen weiter weg vom Eingang. Ja. Naja, wenn manchmal explodieren die und dann kriegen die zu viel ab, das wollen wir nicht. Mirandil braucht. Genau. Aber wollten wir dich jetzt wirklich als Hunter haben? Eher so. Boy soll ja jetzt aber bitte dann erstmal den Parker fertig machen. Trade. Haben wir was Nettes dabei? Nöp. Nöp, nöp, nöp. Move on. Wir werden es jetzt hier mal wirklich im Auge behalten. So, schnell pausiert, suspended und den wieder aufgenommen und direkt gesagt. Das da. Sehr gut, macht er also schon. Sobald er den fertig hat, wir sagen ihm natürlich auch noch bitte, dass er Wer hat sich den Parker jetzt schon wieder stibitzt? Wer war's? Irgendjemand hat sich den doch gerade stibitzt. Und er hatte zuvor eine Downy High Jacket an. Wemar. Ist genehmigt. Wir machen dann nachher noch mehr. Erstmal gucken wir jetzt, wenn Boy jetzt nämlich hier fertig ist, nehmen wir ihn aus dieser ganzen Produktionskette raus und überlassen das Mirandil. Denn bei den Klamotten ist es, finde ich, nicht ganz so wild, wie gut jemand das craften kann. Da wir hauptsächlich jetzt auch erstmal welche machen werden, um sie zu verkaufen. Halt, Boy. Nein. Jetzt. So, Boy. Taylor. Weg. Mirandil, Taylor, das ist jetzt deine Hauptpriorität sozusagen.
Was ich gerade sagen wollte. Wir werden also hauptsächlich erstmal Klamotten machen, um sie zu verkaufen. Da ist es nicht so wild, wenn die nicht so eine gute Qualität haben. Und durch das ganze Herstellen wird er aber trainiert. Und dann können wir ihn eventuell später auch in das Crafting und Smithing mit einbeziehen. Denn da finde ich es sehr viel sinnvoller, wenn da gute Waffen bei rumkommen und gute Rüstungen. Das ist ja sonst echt verschwendetes Material. Alles klar, es ist noch da. Und wir brauchen auch nur noch 2,9 Tage. Bläh. Diese 2,9 Tage werden wir aber erst beim nächsten Mal sehen. Denn an dieser Stelle ist wieder Schluss für heute. Ich werde aber vermutlich gleich noch die nächste Folge aufnehmen und dann nicht vergessen, was los war. Freut euch also schon mal darauf, wenn ihr die nächste Folge sehen könnt. Und bis zu dieser nächsten Folge sage ich, lasst gerne ein Like da, schwimmt nicht zu weit raus ins Trübe und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.